So, da sind wir jetzt im Schwimmbad angekommen. Ich muss unbedingt die Leute rausholen. Ich bin ja bei der Feuerwehr. Ah, da sind sie im Aufzug. Da hole ich sie mal raus. So, kommt alle mit. Es brennt. Ja, das wissen wir schon. Ja, dann kommt mit raus. Ja, ich auch. Keine Angst, es passiert euch nichts. Ich werde euch hier sicher rausführen. Folgt mir einfach. Dann wird euch nichts passieren. Kommt alle mit. Auch die aus dem Wellnessbereich, bitte. Alle. Das ist viel zu gefährlich. Kommt. Ich werde euch rausführen. Es ist schon so verqualmt hier. Ja. Haltet euch die Hand vor den Mund. Dann werde ich euch hier rausbringen. Alle Hand vor den Mund. Ihr zwei müsst auch noch mitkommen. Ja, machen wir. Na komm. So, prima. Einfach hier raus. Und ich gehe das Feuer löschen. So. Geht's allen gut? Ja. Prima. Dann werde ich jetzt reingehen und das Feuer löschen. Wir haben hier jetzt noch so Feuerlöschgeräte. Wo ist meins? Das habe ich dir da hingelegt. Ach, danke. Oh, es wird immer verqualmter. Wir müssen schnell zum Brandherd und das Feuer löschen. Wo ist es nur? Es ist so kalt. Oh, mir fällt gerade was Schreckliches ein. Fröschchen ist noch da drin. Oh je, das arme Fröschchen. Entschuldigung, mein Frosch ist noch da drin. Oh, wirklich? Ich melde es meinem Kollegen weiter. Ja, wir müssen hier jetzt unbedingt das Feuer löschen. Es verbreitet sich. Es befindet sich im Schaumbad noch ein Frosch. Ah, das war mein Kollege. Alles klar, ich werde gleich hochgehen. So, hochgehen. Oder fahren, besser gesagt. So, hier oben bin ich. Jetzt muss ich mal Ausschau halten. Wo müsste der Frosch sein? Wenn ich ein Frosch wäre, wo würde ich mich verstecken? Keine Ahnung, ich glaube, da hinten habe ich ihn gesehen. Ich nehme die Rutsche, das geht schneller. Oh, war die schnell. Also. Hier ist das Feuerlöschgerät von meinem Kollegen. Das nehme ich gleich mit. Er ist krank und hat es letztens hier vergessen. Hier hat es nämlich schon mal gebrannt letztens. Aber das lag an den Kabeln. Dieser Aquapark muss auf jeden Fall renoviert werden. Aber jetzt muss ich gucken, wo das Fröschchen ist. Da oben ist es nicht. Da ist der Schaumpool. Also, ich schwimme mal heran. Vielleicht ist das Fröschchen ja tatsächlich im Schaum noch. Also, hier kann man, mit dem Knopf kann man den Schaum ausschalten. Dann werde ich den Knopf gleich mal drücken. So, der Schaum wird weniger. Und da sehe ich einen Frosch. Ich springe rein und rette dich, Fröschchen. Oh ja. So, da bin wir gleich, Fröschchen. Komm her, Fröschchen. Du bist jetzt in Sicherheit. Ich werde dich hier rausbringen. Und ich nehme noch das Feuerlöschgerät mit. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der freiwillig mit beim Löschen hilft. Ich meine, ich habe Susi gesehen und sie ist ja bei der Freiwilligen Feuerwehr. So, jetzt runterfahren. So, da bin ich. Ich bringe dich jetzt raus, Fröschchen. Halte ich noch kurz durch. Erst gucke ich nochmal durch dem Feuer. Oh ja, das ist immer noch ziemlich groß. Ich muss gleich unbedingt beim Löschen helfen. Also. So, dann bringe ich es mal raus. Hier ist das Fröschchen. Mein Fröschchen! Vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie mein Fröschchen gerettet haben. Da freue ich mich wirklich so sehr. Yippie, Fröschchen, ist nichts passiert. Wie toll. Ich gehe, muss noch mal rein, das Feuer weiterlöschen. Mein Kollege braucht mich. Bin wieder da. Ich habe hier noch eine zweite Wasserkanone. Ich probiere sie beide zu bedienen. Sonst frage ich vielleicht draußen mal nach, ob jemand von der Freiwilligen Feuerwehr ist. Ich meine ja, Susi ist da. Oh, das ist ganz schön großes Feuer. Wir müssen es unbedingt löschen. So. Also. Wassermarsch. Ja, es wird kleiner. Aber aus geht es immer noch nicht. Wir brauchen eine dritte Wasserkanone. Ich gehe nochmal raus. Ja, Entschuldigung, Susi. Du bist doch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Kannst du mir helfen? Ja, klar kann ich das machen. Prima. Wir haben hier jetzt
eine Atemschutzmaske für dich. Ist zwar eine Taucherbrille, aber die wird deine Nase etwas abdecken. So, hier hast du dein Löschgerät. Und jetzt gehen wir zum Brandherd. Oh, das Feuer ist aber riesig. Ja, da stimme ich dir zu, aber zu dritt schaffen wir es. Löschen, 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 löschen. Oh, ich hoffe so sehr, dass sie es geschafft haben. Ja, ich auch. Ich hoffe, sie haben das Feuer unter Kontrolle. Ich habe nämlich echt Angst. Oh je, hoffentlich schaffen sie es. Juhu, das Feuer ist aus. Es qualmt noch ein bisschen. Lass uns rausgehen. Vielen Dank für deine Hilfe, Susi. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Hab ich doch gern gemacht. Ja, hier kannst du die Taucherbrille gleich wieder ablegen. Das Feuer ist aus! Das Feuer ist aus! Wirklich? Juhu! Yippie, das ist super! Das habt ihr wirklich klasse gemacht! Und wie geht es meinem Aquapark? Naja, muss ich gleich mal gucken. Erstmal habe ich als Dankeschön das für euch. 3 Watermelon Wave Club Tickets für euch. Eintrittskarten, Freikarten fürs nächste Mal. Das ist wirklich toll, oder? Das ist sehr aufmerksam von dir. Aber ich weiß nicht, ob wir so schnell mal wieder in den Wasserpark können. Was meinen Sie denn damit? Das klingt ja furchtbar. Ich muss gleich nachschauen gehen. Ja, ich gebe Ihnen die Erlaubnis. Das Feuer ist ja jetzt aus. Sie dürfen nachschauen gehen. In Ordnung, okay? Ja, auf jeden Fall. Ich muss doch gucken, was mit meinem armen Aquapark ist. Los, ich muss gleich gucken gehen. Der Aufzug sieht noch heile aus. Jetzt gucke ich mir mal die Sauna an. Oh je, meine schöne Sauna. Alles verkohlt. Das ist furchtbar. Meine schöne Sauna ist komplett abgefackelt. Ach Mann, wer trägt denn das Leid dazu? Wie ist das Feuer überhaupt entstanden? Ja, also wir haben gesehen, dass jemand die Tür offen gelassen hat und die Sauna angelassen hat. Das kann schnell zum Brand führen. Ja, also, ja, das waren wir. Wir dachten, da passiert nichts. Ja, genau. Es tut uns wirklich so leid. Das müsst ihr meinem schönen Aquapark sagen. Ja, zum Glück ist niemandem was passiert. Ihr müsst trotzdem Strafe zahlen. Und das für die Renovierung der Sauna aufkommen. Ja, machen wir natürlich. Tut uns leid. Ich zieh mich mal wieder an, mir ist eiskalt. Oh. Einfach, ich zieh's einfach drüber. Gute Idee, das mache ich auch. Oh. So, ich zieh mir auch mal drüber. So, na komm, wir gehen nach Hause. Das war genug Action für einen Tag. Ja, das sehe ich auch. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal!